Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf dem nordfriesischen Marsch. Wir machen jetzt weiter mit der End of the Kabel. Das heißt, ganz schnell den Drescher leer machen. Und der Kollege mit den Großnamen ist auch noch dabei. Wir werden ja gleich nochmal Heu fertig machen, also wenden, Heu wenden. Einmal ganz kurz. Zurückfahren. Also das schneller als wie ich. Ja, und dann werden wir sehen, ob wir nachher die Nacht pennen. Also ich sehe das mal so. Mit dem Pro kann er durcharbeiten. Überstunden. Und ich werde dann schlafen irgendwann. Vielleicht muss ich auch geflügt werden. Das haben wir noch gar nicht geschaut. Auf jeden Fall muss kalt rein, glaube ich, oder? Nee. Ne, das ist noch nicht weit. Ja, es muss gepflügt werden. Also können wir eh nicht aussehen. Also pflügen. Kalken muss keiner rein, aber es muss gepflügt werden. Das heißt, ihr müsst das vorbereiten. Das werden wir gleich tun. Wir haben unseren Fett ja. So einen leistungsstarken Traktor. Dann nehmen wir unseren schönen Flug. Und dann muss warten, bis der Kollege mit dem Stroh erledigt ist. Oder nicht so gut dran. Oh, Koffer, scharfe Koffer. Also nochmal ein Dank an alle, die zuschauen und reinschalten. Oh, Fluggewicht. Ja, hier müssen wir reparieren. Hey, hey, schneller Fahrer. Alles viel Stroh. Dann müssen wir Heu machen. Heu machen richtig. Das Heu machen können wir also auf den Traktor nehmen. Vom Wasser. Das ist natürlich schlecht. Dann fahren wir das Gerät in den Schuppen rein, ne? Ja, da geht's auch. Immer Lenkrad nehmen. So, da vorne gucken wir mal. Warte, immer stehen lassen. Das kann man. Will ja meinen anderen. Also, der ist einfach fast fertig, das ist gut. Dann nehmen wir unseren Wasserhänger. Zum. Oder muss jemand was gemacht haben, Unkraut oder Dünger? Nö, ne? Der eine fährt Stroh, der andere muss flügen. Das ist nur der hier. Ich hab nur noch den einen hier. Aber der genügt zum Wenden und zum Heu machen. Ich kann auch mit den Reifen machen sogar. Also wir brauchen mehr Traktoren. Ja, nicht unbedingt.
So. Gelte unsere Siegwiese, Numero, keine Ahnung. Ich glaube 21. Alles täuscht. Jetzt glaube ich, glaub, das ist besser. Ja. Oh, Nase juckt. So, schauen wir mal. Das müsste, wie gesagt, 21. Reicht gut. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich den Kurs gelangt gefeiert habe. Nein, habe ich nicht. Aber das macht nichts. Also ich generiere meinen Kurs. Ja, so schnell. Und da wollen nicht speichern, machen die oft. Und deswegen. So, Verkehr haben wir eh nicht angemacht. Wie schön, ne? Die einigen Teile von meinem Kollegen auch wieder biegen. Kraftsport, 102. So, der ist fleißig bei. So, langsam Nacht. Wahnsinn. Jetzt gehen wir gleich mal bei und die Karte ist auch voll. Der ist wichtiger. Den geräumt bekommen, dann können wir da was verkaufen. Aber stehen lassen. Warum lässt er was stehen? Ach, 100%, ich glaub's nicht. Ja, dann musst du auch schon ausklappen, ne? Weit, weit weg. Ah, das war weg. Geh doch. Gut. Können wir gleich. Rechner beseitigt werden. Da haben sie auch durch, ne? So, 48 FPS habe ich hier und da OBS haben 60, also 59,2, ist okay. So. Lassen. Ja. Wir müssen glatt schaffen. Das heißt, wir müssen nicht unbedingt gleich wegfahren, sondern wir müssen mal den Platz gefangen machen. Hey, die Mohnblüten. So. Nase juckt immer noch. Neu wenden. Mal hinstellen. Anfangen können wir noch nicht. Brauchen wir noch ein bisschen Strom. Ui, erschrocken. Gegenverkehr. Das ist nicht schlecht. Ich rechne auch nicht mit Gegenverkehr. Das kann ich ausgefallen. Ja, das bringt natürlich nicht, ne? So, den stellen wir auch mal hier vorne hin. Und
Ecke haben wir noch nicht gemacht. Na gut. Es wird Nacht. So. Okay. Ein Drascher. Bringen wir jetzt zurück. Die Nummer schauen. Sieht's aus. Die 1, die 2 ist Mais. Das ist fertig. Wiese, Wiese, Wiese. Wie weit ist die 1? Kein Roggen. Das wäre Weizen. Das wäre morgen früh reif. Kann man den gleich stehen lassen. Und zwar ganz vorne. Baum und den Umstand nicht umbauen. Denn sobald wir nachts schlafen, die beiden Fahrzeuge können ja weiterarbeiten. Rein theoretisch. Werden sie auch. Wir werden hier unseren Nickerchen machen. Ich glaube gar nicht mehr so gut. So. Vorne an der Ecke fangen wir an. In den Zaun. Ja, dann machen wir manuell. So, dann müssen wir uns so hinstellen, dass der Kollege noch fahren kann. Das heißt, hier so hinstellen. Hier dürfte kein Stör. So, brauchen wir eine Bank. Diverses. Also nicht bei Farmhaus. Entweder Bank oder Liegestuhl. Und egal. Nehmen wir Bank. Die arme Sau muss noch Bank schlafen. So. So, Gras wird gesammelt. Stroh auch. Nee, Quatsch, Gras nicht. Gras wird gewendet. Und Stroh wird gesammelt. Und wir werden jetzt uns aufs Ohr hauen. Den fahren wir auch noch zurück. Den müssen wir noch frei machen. Glaubt zwar nicht, dass jetzt die Nacht voll arbeitet, ganz schnell. Sondern dass die Arbeit genauso schön verläuft wie normal, wenn man spielen würde. Aber wir sollen nicht daran scheitern, ne? Und wir wollen ihn gleich voll machen. Dann haben wir den noch früh. Können wir mal ein Feld erweitern normalerweise, ne? Mal die Bäume wegnehmen. Lohnt sich doch zu wenig. Bäume lohnt sich nicht, dann ist zu wenig. Ne, haben wir noch keinen. Wo wir sagen könnten, na ja. Dauert Hackschlüssel fürs Heizen. So. Der. Da war auch nicht lernen. Quatsch. Wir wollen ja aufhören. Wir werden gleich nach dem Aufstehen eine Spur verkaufen. So. Haben wir nicht stehen, die Schwierigkeiten? So. Jetzt gehen wir ganz kurz zur Bank. Jetzt haben wir praktisch 20 Uhr, das heißt 4, 6, 10 Stunden bis 6. Und Dings läuft. So, oh, verkehrt rum. Ja, so ein Blick zur Wiese. So, ab 10 Stunden.
Gute Nacht. Oh, das Getreide ist reif. Ja, schön, gut. Das heißt, ist das dunkel. Auf gut Deutsch, wir können das weitermachen. Großen Überblick verschaffen. Der arbeitet. War das teilweise reif? Das war, was ich befürchtet hatte. Gedüngt. Unkraut haben wir. Unkraut. Und zwar richtig Unkraut. Auf 13 ist Unkraut. Das heißt, da müssen wir als erstes ran, Bekämpfung. 15 und die arbeiten noch. War die aber Wald. Seht ihr? Und da bin ich. So. Da ist reif. Wir machen sie jetzt Unkraut. Das heißt, wir müssen einen Traktor haben. Der aktuell gerade warten tut. Oh, der ist ja fast fertig. Da Licht an. Nö. Jetzt schon. Der ist zum Mähen zuständig. Da könnten wir auch mähen lassen. Ja, den brauche ich für dafür Gras gewachsen. Ja, und den brauche ich zum Heuwerden, zum Unkraut-Bekämpfen. Jetzt wo du fertig bist, auf hier. So. Flügen geht noch nicht. Ist noch nicht so weit. Der ist wieder voll oder nicht voll. War mir jetzt leer? Also, wo kann es sein? Aber tut mir irgendwie. Ach, hier vorne ist er schon. Das heißt ich schon, das ist die zweite Reihe. So. Wir können mit der Ernte anfangen. Das heißt, ja, jetzt Freiraum, machen wir Licht. Der hat noch hinten Licht, hier vorne. Fahren wir vorwärts, ne? Laternenfall. Gibt's doch gar nicht. Da oben ist's. Ach, die Lampe ist da oben. So, zeig mal. So, liebe Freundschaft, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen über ein Like oder ein Abo. Sag mal danke. Ich würde mich auf Wiedersehen auch freuen. Besonders das würde mich freuen. Dann sage ich mal Tschüss und Winke Winke. Und hoffentlich sehen wir uns morgen wieder zur nächsten Woche. Ciao.